Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Hofbergmann. So, hier sind wir fertig, leer sind wir noch nicht, da fahren wir aber jetzt erstmal hin. Mal aufklappen. Gehen wir gleich hinten dran, das Schneidwerk. Aber jetzt fange ich nochmal ein bisschen fertig gerufen. Auf zum Abtanken. Falsche Taste ist auch möglich. Rolli gleich mal raushauen. So, let's go. Ja, was brauchen wir? Ich gerade gerade, was wir an Kohle haben. Da haben wir es. So, ich brauche jetzt. Zack. Wo haben wir es denn hier nicht? Da haben wir es. Bis 53 reichen. So. Weitreifen. Den Mietmann. So, und jetzt brauche ich noch was. Nur eins tiefer und war das DLC. Ja. Neue Farbe ist egal, kein Strohballen. Setzen wir dann bloß noch schnell zurück. Und dann geht's los. Wiese 1 und 2, also 1 denke ich, also Wiese 2, 1, 2 wird gepresst. Was überbleibt, wird dann verkauft. Und andere kommen dann. 4 und 5 kommt dann ins Dingsbums. Jetzt wieder das Gummiband-Effekt. Halt, stopp! Boah. Jetzt schon wieder her. Jetzt wieder beruhigt, ja. Ist du auch noch mal rein? Tage. Schon mal bei Gelegenheit da mal in Radlauf irgendwas organisieren, dass ich reinschaffen kann. Momentan haben wir keinen. Naja, erst mal 2.9. Wenn ich im Kopf bin, ich pleite. So oft brauche ich nicht, könnte man eigentlich eher mieten, habe ich mehr davon wahrscheinlich. Ich brauche ja im Prinzip nur für die Saatgutherstellung und wenn ich dann hier ach, sag schon Kompostschaufel dann für die Düngung. Abgestellt reicht zu. So, jetzt brauchen wir erstmal mal kurz auf die Minimap gehen. Die ich zurücksetzen. Okay. Oha, Spritztechnik, das sieht so gut aus.
passt noch. Zwei Viertel haben wir noch voll. Daher. Was wollen wir mehr? So, Delay. Wie ich dann wieder mehr Luft habe und nicht so hetzen muss zwischen dem Zeug, was ich mache. Ich wieder mit Lenkrad spielen, aber nicht so Hektik machen muss, weil ich mit dem Zeitdruck bin. Bin ich halt Tastatur gewöhnt. Kann ich einfach nur sagen, ich habe es eh mal drin, das mit Tastatur, da bin ich. Ich sag mal so, mir fehlt die Gewöhnung ans Lenkrad noch. Gut, wenn ich mit Tastatur spiele, kann ich mich nicht dran gewöhnen, das andere. So, jetzt verkaufen wir das nochmal alles, was wir dort haben für die BGA und so. Und mal gucken, ob ich nochmal einen Livestream LS 19 mache oder leer World of 22er. Wo ich sagen muss, beim 22er gibt es ja erstmal so ein bisschen Standard-Maps. Fragen über Fragen, wie wir es machen. Aber da muss ich sagen, da sind wir, wenn es soweit ist, flexibel. Immer ein schön nach dem anderen. Aber wer eine Schwingung braucht, ist er schneller in der Fahrgeschwindigkeit. Das ist das Gute dran. Das Gute darin, das Gute darin, oder das Gute daran ist, das Gute darin, oder wie eine Werbung da was ging. Brauchen wir auch jetzt nicht, was das für ein Produkt war. Da fiel mir gerade wieder mal bloß ein, das Slogan. So, Delay. Muss ich noch mal beim Schwedisch Möbelhaus was gucken heute noch? Weil ich will meine Zockerecke ein bisschen aufhübschen. Muss ich dazu sagen. Und damit meinte ich halt, hier oben drüber über meine Monitore will ich mir ein Regal setzen. Naja, hier Platz auf Papier ist jetzt Pechsache. Und da habe ich halt so von ein paar Modelle, die ist das aus Klemmbausteinen vom europäischen Marktführer. Nennen wir es mal so. Oder noch Marktführer. Da kriegt der Konkurrenz. Verstärkt bringt die aus Asien vor, die Konkurrenz größtenteils kommt sie aus Asien. Die kann ich leider nicht beurteilen, weil ich kenne sie nur die Klemmbausteine halt vom dänischen Hersteller, glaube ich, Dänemark kommt da. Gut, mit den Preisen muss ich sagen, gebe ich einen dem Helfersteine recht, die sind wirklich manchmal sehr saftig bei manchen Produkten, wo mich dann eher das Produkt zu kaufen der Preis abschreckt, obwohl es mich vielleicht irgendwo doch reizen würde. Aber das ist halt, und da habe ich jetzt gestern mal gesehen bei auch dem Online-Händler meines Vertrauens, die haben so Repliken von den
Helm, ja. Da gibt es so zwei Helme, die mir eigentlich wirklich sehr gut gefallen. Eigentlich drei. Einer davon ist relativ preiswert mit 50 Euro, finde ich. Und der andere ist aber dann so 130 rum. Doch gut gewürzt vom Preis her. Und den dritten habe ich schon nachgeguckt. Ich habe eigentlich bloß nicht von den mit dem Star Wars Sachen, die ich dann oben drauf stellen will, damit immer ein X-Wing, ein TIE Fighter habe ich. Und dazu habe ich halt geguckt, die Helme, weil das ja letzten Wochen ziemlich gesuchtet habe, die alle 7 Staffeln von der Anime-Serie, und Anime kann man vielleicht oder Cartoon-Serie, Clone Wars. Ich immer denke, um Gottes Willen, Star Wars. Höre ich von vielen Seiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde, für mich ist das halt einfach. Gerade die Episoden 4, 5 und 6 sind für mich ein Filmkulturerbe. Ist für mich eine Art Filmkultur, die seinesgleichen sucht. Ein Teil spricht dafür, dass der erste Teil ist so alt wie ich, also der Episode 4, ist auch mein Baujahr, also eher vor mir erschienen. Und da ich sowieso eigentlich so in solchen Sachen der Sci-Fi-Typ bin, ist es egal, ob es Star Wars, Star Trek oder Stargate ist. Sowas halt mit Weltraum und sowas fasziniert mich halt. Gibt es einen, die ich, sage ich mal, nicht so gucke, weil sie mir halt nicht so gefallen. Und bei Star Trek habe ich oh meine gewissen, sag mal, gibt es ja auch verschiedene Unterkategorien von den her. Habe ich eigentlich auch nur zwei relativ gesuchtet. Das ist immer hier die Next Generation. Also hier Picard und Co. Und dann was so im selben Zeitraum spielt, ist dann hier Voyager. Da fand ich für mich die Faszination, dass sie sich dadurch in unbekannten Quadranten schlagen müssen und ihnen keiner mehr oder weniger zur Hilfe eilen kann, weil wir müssen damit fertig werden, was sie so alles davon ist. Ganze Situation. Egal, ob es Beschaffung von Bauteilen ist, weil was kaputt gegangen ist oder feindlich gesonnene Spezies. Wo jeder Tag der Kampf ums Überleben mehr oder weniger bedeutet. Und das andere hier, Star Trek hier, Enterprise. Die neuere Verfilmung halt, nenne ich sie jetzt einfach mal, obwohl es halt auch falsch ist. Mit Picard und Co. ist halt, am Anfang habe ich sie nicht gemocht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann umso mehr ich dann hier Voyager gesuchtet habe, umso näher konnte ich mich dann mit der Enterprise und Co. anfreunden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, so hat ja jeder bei den Filmen und Serien seine Vorlieben. Ich bin so in Sachen Fantasy, Sci-Fi,
muss ich sagen, angesiedelt. Denn gegen guten Actionfilm habe ich auch nichts einzuwenden. Die Filme sollen ja mehr oder weniger unsere Fantasie anregen und das klappt bei mir am besten mit Sci-Fi. Kann man sagen, was man will. Das ist bei mir so. Aber wie gesagt, die Geschmäcker sind verschieden. Mit dem der eine was anfangen kann, kann der andere überhaupt nichts anfangen. Merke ich halt gerade bei Star Wars. Die erste Reaktion, die ich oftmals erfahre von Leuten, die Star Wars nie unbedingt, ich sag mal, nicht mögen oder gar hassen, will ich nicht sagen. Also die sich damit nicht so richtig identifizieren können, weil um Gottes Willen, wie kann man sowas gucken. Aber da gibt es so ein anderes Genre, was im Thema Fantasy reinfällt, wo ich am Anfang auch gesagt habe, Gottes Willen. Bis ich die Bücher gelesen habe und dann später auch die Filme gesehen habe. Ich habe zwei Bücher gelesen gehabt, dann kamen ja die ersten Verfilmungen raus. Und dann hat mich das auch mehr oder weniger gepackt. Ich hab's am Anfang nicht wirklich, eine Zeit lang habe ich es auch geleugnet, muss ich zugeben. Aber irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich mich dazu bekannt habe, weil ich auch ein Potterhead bin und Harry Potter unheimlich gerne gucke. Und auch, ich sag mal, vorlesen lasse. Nach dem Lesen bin ich ja eher der Hörbuchtyp. Es ist nicht, dass ich nicht alle Bücher versuche als Hörbuch zu kriegen, aber gewisse Sachen habe ich als Hörbuch da. Und da zählt halt die Harry Potter Bücher. Auch die ganzen Episodenbücher von Star Wars habe ich als Hörbuch da. Und super Nebenbücher halt auch, aber nicht alle. Weil wir in den letzten Filmen, die jetzt rausgekommen sind bei Harry Potter, die Fantastische Tierwesen, gibt es ja nur das Hörbuch, das Schulbuch, wo ja dann systematisch alle im Buch drin stehenden Tierwesen da runterrasselt und dazu ein bisschen was erklärt, also die Definition runterrasselt. Und dazu muss ich sagen, das ist nicht ganz so spannend als Hörbuch. Oder sowas wie Quidditch im Mantel der Zeit. Als Hörbuch nicht so der Brüller. Aber die haben halt bloß das Buch, mehr oder weniger, was es auf dem Markt gab, vertont. Ein Fantastische Tierwesen ist das Drehbuch, wo ich gar nicht, ob das die J.K. Rowling, ob die damit da was zu tun hatte mit dem Drehbuch und allem drum und dran. Weil sie ist ja die Creatorin des Harry Potter Universums. Die hat ja die Bücher da geschrieben und alles, die dann später verfilmt worden sind. So, aber ist genug gelabert über Filme, Bücher und hast du nie gesehen? Denn wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ihr werdet nicht glauben, aber die Zeit verfliegt. Komme ich jetzt zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.